Okidokidoki, also während der Off-Camera-Zeit habe ich mal geschaut, ob ich irgendwo noch einen Chaos Emerald finde, was nicht der Fall war. Das heißt, ich weiß wirklich nicht, ob ich einen habe oder nicht. Wahrscheinlich habe ich ihn nicht, aber ich weiß nicht, wo ich ihn herbekomme. So, des Weiteren fehlt ja nun noch ein Schlüssel für das letzte Boss-Tor. Und ich glaube, das ist dann in dem Fall hier in Crisis City. Und darum schauen wir uns das um. Letztes Mal haben wir ja theoretisch hier unsere Zeit damit vergeudet, Anführungszeichen vergeudet, Silver zusammen zu klopfen. Ach, da kommst du. Ich denke, dauernd über dieses Sprungpad komme ich darüber, aber ich muss neben Crisis City nach oben. Hier, so. Hä? Okay. Mal kurz das Testen, Achtung. Ah, okay. Wenn ich meinen Sprung nach vorne begonnen habe und ich drehe mich in der Luft um, dann booste ich trotzdem nach vorne. Also in die Richtung, in die ich zu Beginn gesprungen bin. Wo ist hier der Schlüssel? Dass wir möglichst nah dran sind. Das hier ist schon gar nicht mehr Crisis Zone. Das hier ist, glaube ich, sogar schon Rooftop Hill, oder wie es heißt. Rooftop Zone, Rooftop Ding und Bumsens. Habe ich alle Schlüssel? Bin ich jetzt komplett verwirrt? Ich schau mal kurz nach, einen Augenblick. Oh, soviel dazu. Alles klärchen, dann würde ich sagen, wir schauen mal in diese Boss-Tür hinein. Let's go! Ich nehme mal den neuen Sonic. So. Bosskampf! Let's go! Dum dum da dum. So. Der Egg Dragon. Alles klar, wir müssen es mal wieder gegen Dr. Robotnik behaupten. Okay. Ich habe, glaube ich, habe ich schon mal einen Boss mit dem alten Sonic gemacht? Ich glaube nicht. Ach, da sind Glasplatten drauf. Ich dachte, es wäre ein Abgrund. Das ist schon so. Holla, ist das schwer. Ah, da muss ich drüber springen. Ich horst. Okay, komme ich irgendwie an den Rand? So helfen wir nicht. Und. Okay. Cool, er schießt. Außer vom Bild auf den Boden. What? Oh, come on! Ah, man kann sie noch festhalten. Okay, dann ist es TDPZ. Ah, und so ist das so viel dazu. Ah, die Bosskämpfe sind schön durchkonzipiert. Ah! Weich ihm doch einfach raus! So. Was kommt jetzt? Noch mehr von diesen Schüssen, die man kaum ausweichen kann, wenn man sich doch vorbereitet ist. Oh, schieß doch einfach im Bild, damit ich sehe, dass du schießt. Okay. Bäm, aufs Gesicht. Und was jetzt? Okay, wieder diese komischen Dinger hier. Kommt das wieder dein Sprungpad? Nein, kommt es nicht. Okay, den Teil ausweichen ist weniger das Problem. Okay, das der Anker war so weit weg, dass Zeug sich dachte, scheißegal. So ist es doch fein. Schieß bitte so, dass ich das sehen kann. So ist es gut. Nein, nicht aus dem Bild fliegen. Aus dem Bild fliegen ist unfair. Okay. Wandsprünge. Warten. Okay. Warten. Oh nein! Oh, und alles vorbei.
Das ist doch scheiße. Na. Die Bosskämpfe sind so langweilig, das ist unglaublich. Habt ihr mal einen Bosskampf in God of War gespielt? Wenn nicht, dann holla, das ist der Hammer. Also als das Steak da war über Februar, haben wir God of War 3 gespielt. Nicht ganz durch, wir haben es ziemlich weit gespielt und es war der Wahnsinn. Also wir waren uns einig, dass wir noch nie so gut designte Bosse gesehen haben, glaube ich. Also so richtig Retro-Style schon fast mit Patterns, die man sich merken kann und alles. Das war wahnsinnig cool und auch die gesamte Aufmachung. Auch ich glaube, nachdem man das Spiel gespielt hat, großartig, wie ich auch gefehlt habe, mag man gar kein anderes Spiel mehr spielen, in dem Lippensynchronität vorkommt. Also holla, ich bin ja also kein PlayStation-Spieler, also viel PlayStation-Spiel, aber das Spiel muss man haben, glaube ich. Das ist richtig, richtig gut. Geil, jetzt habe ich dieses Ding da oben durchgeschafft, aber ich konnte nicht angreifen. Das ist mal wieder die Sache mit der Kontinuität, die hier irgendwie so komplett ignoriert wird. Keine Ahnung. Ich meine, ich kann mir jetzt denken, okay, das war jetzt halt irgendwie ein Bug oder keine Ahnung. Wenn ich jetzt ein Kind wäre, würde ich jetzt denken, okay, das funktioniert nicht und würde es nicht mehr versuchen. Wobei es ja eindeutig die Methode ist, mit der ich einen Schaden machen kann. Also, weiß auch nicht. Ich glaube, sie haben... Was ich mir vorstellen könnte, ich denke mal, dass es ja zwei Bossgegner gibt für jede Variante. Das heißt, einmal mit dem alten Song, einmal mit dem neuen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es so ist, dass sie eben ein bisschen weniger Arbeit reinstecken konnten in die einzelnen Varianten, die dann vielleicht so, ich sag's einfach, scheiße sind. Also ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie die Bosskämpfe eher blöd fanden, vor allem den letzten. Ich weiß nicht, ob es der letzte ist, ich denke mal, es kommt noch einer. Es müsste ja noch dieser Time Lord oder was auch immer das ist kommen. Also ich kann zwischen jedem von den Schüssen zwei Jumps reinkriegen. Und drauf, so. Ah, auf den ersten Schuss von der Welt zu reagieren ist irgendwie unglaublich schweres Gefühl. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Hallo, Regen wäre voll dufte, danke. Oh nee, da wäre es hochgegangen. Jetzt geht's gleich wieder rechts irgendwo normalerweise, oder? Ah nein. Wo bin ich denn noch da? Oh, da sind Jumpfelder. Drauf. So. Sliden, sliden, sliden. Da sind Stacheln, den weiche ich aus. Und durch den. Okay, es hat wieder nicht gereicht. Ne. So, bla. Ich denke mal, es kommt wieder das hier und dann. Oh, ich bin im ersten ausgewichen. Ich bin so stolz auf mich. So, komm schon, lass die blöden Wände runterfallen, um deinen behinderten Angriff zu machen, der die einzige Möglichkeit für mich ist, in diesem Fall dich zu verletzen. Let's go. So, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Yep. Oh, scheiße. Und wieder trifft er mich mit nach dem ersten. Eigentlich sollte ich mir langsam mal merken, aber... Und was machst du jetzt? Okay, er sagt, los geht's, macht das Gleiche. Und nochmal. So. Warten. Bam, bam. Warten. Da gibt es sogar drei Sprünge dazwischen. Beim nächsten Mal teste ich das. Okay. Der Körper. Oh, hep, diesmal bin ich durchgekommen. Ist der nächste, ich denke mal, das sind dann die ich über die Rails erreiche. Wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich kann mich da auch täuschen. Oh mein Gott, Raketen. Da ist eine Rampe. Auf die Rampe drauf. So. Und wir beschleunigen das, dass wir einen möglichst großen Vorsprung haben. Oh, welcher. Das ist ja mal dreist. Wenn ich über den Stachel rüberspringen will vor dem Teil, dann fliege ich von der Rampe runter. Das heißt, entweder lass mich von dem Stachel treffen und verliere meine Ringe. Jetzt bin ich tot. Oder ich treffe ihn nicht. Das ist ja mal richtig dreist. Oder ich muss euch den Angriff genau in dem Ding antippen, dass er nur so einen kleinen Hopser macht.
Oh mein Gott, haben wir einfach. Warum kommen keine Ringe mehr? Wahrscheinlich macht das keinen Angriff mehr, wo er die Wände runtersetzt, weil der Kopf ist ja anscheinend weg. Oh, die Hitbox von diesem Ding ist so unglaublich groß. Und sie ist weiter hinten, aber als vorne. Vorne kann man durch diesen Nebel durchspringen, der produziert wird, aber wenn man hinten reinfällt in den Nebel, dann trifft es einen. Und die Raketen, die verletzen nicht beim Einschlag, sondern sie verletzen nur, wenn man durch den Rauch durchläuft. Oh, da muss man genau das Timing erwischen, dann kommt man da durch. Das habe ich auf Fauter vergessen zu boosten wieder. Das hat darum wieder nichts genützt. Was auch gut wäre, wenn sie einfach die Angriffsphase weglassen würden, die, in der ich ihn nicht verletzen kann. Sprich das hier, wenn sie das einfach weglassen würden. Weil es ist halt schon so ein bisschen un... Oh, das war's! Also seht ihr, was ich meine? Das sind einfach Sachen, die dürfen nicht passieren. Das Spiel gibt mir ein... Lässt zwei Angriffe von ihm durchkommen, die von vorne kommen, also aus der Frontansicht, aber wechselt in der Zeit dann auf die Seitenansicht. Den ersten habe ich noch gesehen, aber den zweiten konnte ich gar nicht, dass der abgeschossen wurde. Das zeigt einfach, dass das Spiel nicht dafür designt ist, dass er hier das irgendwie nach einem Muster macht, sondern nach einem Zufallsprinzip, was ja okay ist im Grunde. Aber dann sollten sie wenigstens das klar abgrenzen und sagen, hey, sobald du in den Modus B gewechselt hast und das Spiel von der Seite sieht, mach keine Angriffe mehr, die von vorne kommen können. Was ist denn da los? Wir hatten das, wir saßen dahinter. Da haben Johnny und Peter mal ein bisschen Crack geraucht, bevor sie das Boss-Design gemacht haben. Nachdem sie mit Silver fertig waren, haben sie sich direkt an den Egg Dragon gesetzt. So. Okay, jetzt bin ich ja nah genug dran, oder? Na, also geht doch. Ich dachte schon. What? Okay. Kann ich steuern, ja. Was sagen wollte ich gleich? Ich habe was sagen wollte. Aber ich beschleunige mit der X-Taste, habe nicht das Gefühl, dass ich kontrollieren kann, was ich tue. Aber anscheinend hat es funktioniert. Ich habe ihn sehr träge. Das heißt, ich hoffe mal, dass ich einfach hier ausgewichen bekomme, das Zeug. Jetzt bin ich wieder hier. Es wird schon seine Richtigkeit haben, was hier passiert. Das verwirrt mich kein bisschen. Lasst uns ausweichen und hoffen, dass mal wieder so ein Jump Pad hier bald kommt. Schöne Seitenansicht, in der ich nichts tun kann, außer ausweichen und meine Ringe verlieren. Na, okay. 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 Okay, wir kommen schon. Sei vorbei, Phase. Gib mir was, bei dem ich was tun kann. Da kann ich nichts tun, Spiel. Ich kann nur zusehen, da du mir die Phase jetzt verwehrst, in der ich hochklettern könnte, weil der Kopf nicht mehr da ist. Übrigens sind es immer die längsten Tunnel der Welt, durch die man hier rennt, glaube ich. Vor allem, es kann ja kein Kreisverkehr sein, da man immer wieder neue Ringe findet. Es muss, oder einer, oder irgendjemand ist hier engagiert worden. Oh, ich wollte dem Feuer ausweichen, bin an der Rampe vorbeigelaufen. Oder jemand wurde engagiert, um die Ringe neu zu verteilen, sobald man da durch ist. Das ist ein scheiß Job, möchte ich mal kurz anmerken. Viel zu weit weg. Oh, man kommt runter, kann nicht reagieren und er macht den Ding. Das sind einfach diese Sachen, weißt du? Das hätte es bei damals bei Sonic Spiel nicht gegeben. Da hätten die Japaner sich irgendwie aufgehängt. Seht ihr hier auch? Ich konnte mich nicht bewegen, weil die Kamera umgeschwungen hat auf die 2D-Ansicht. Ich konnte nicht springen. Aber da das Spiel diese Explosion auf dem Bildschirm hatte, konnte ich auch nicht ausweichen. Das ist doch... Also das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Das ist doch ein schlechter Scherz. Was ist denn das mit meinem Glück und bei Let's Play-Titeln, die einfach nur faul programmiert wurden? Ich habe in jeder Staffel so ein Spiel, das gut ist, Darksiders in dem Fall, und ein Spiel ist einfach das zuerst, wo man denkt, oh, das ist voll toll, und dann gegen Ende hin wird es immer fauler. Weil es ist wirklich nicht so, dass der Boss schwer ist. Das seht ihr ja selber. Wenn ich nicht gerade von irgendwelchen Cheapness getroffen werde, habe ich immer genug Ringe. Es ist zwar anstrengend, weil
nicht jede Phase, in der man ihn treffen kann, garantiert ein Treffer, weil eben ja, Spiel und so. Aber, es kam nochmal eine Phase, nur ein Ding raus. Aber aufgrund von der Cheapness durch ein paar Sachen wird man eben ab und zu getroffen, obwohl es nicht sein müsste. So wie eben mit der Explosion. Das war richtig, richtig dreist Spiel. Da hast du dir wieder ein paar wirklich große Sympathiepunkte verspielt. Ich mach jetzt doch wieder auf die Sicherheitsnummer. Nummer 2, ich glaube 3 Treffer sind vonnöten. Die klassischen 3 Treffer. Ich weiß nicht, was mit Spielen und 3 Treffern sind an Gegnern irgendwie. Ich glaube, das wurde aber schon ein bisschen außer Acht gelassen. Aber ich habe das Gefühl, dass 3 Treffer so immer so ein magisches Ding bei Spielen sind. Wo war das noch ein Ding? Ich glaube, bei Mario Bros. 3. Die Mid-Bosse in den Castlen haben immer 3 Treffer gebraucht. Der erste Boss bei Zelda Link to the Past, der Kerkermeister, hat 3 Vasen eingesteckt, bevor er gestorben ist. Kann das sein? Oder ich glaube, sogar Gen hat bei Zelda Link to the Past am Ende zwischen jeder Phase immer 3 Treffer kassiert. Irgendwie ist 3 so eine Zahl, die bei Bossgegnern oder bei Gegnern allgemein bei Videospielen total verankert ist. Ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt, was noch 3 Treffer kassiert. Ich dachte, das habe ich ja schon als Kind immer gedacht, dass so 3 Treffer, dann ist es vorbei. Oder 3 Phasen und so Zeug. Wenn euch was einfällt in die Richtung, schreibt es mir in die Kommentare. Ich möchte echt noch. Ich glaube nämlich, dass das da gerade bei im Retro-Bereich sehr viel gab. Warten. So. Und drauf. So, er hat immer noch Kopf. Körpert er sowieso, weil den muss ich danach ja töten. Oder zerstören, man kann die Maschine schlecht töten. Rup. Und hopp, drauf. So, und dann machen wir einen Cut, wir sind beim nächsten Mal wieder. Bis dann, nachdem ich diesen Boppel ausgewichen bin hier. Oh, warten wir ganz kurz, bis die Phase vorbei ist. Und ich mich von hinten sehen kann, dann können wir einen Cut machen. Wir sehen uns bis denn und ciao, ciao.